Hallo und herzlich willkommen bei Doypedia, der enteralen Infothek von Dolp Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie Sondennahrung per Bolus über eine Ernährungssonde verabreichen. Vielleicht fragen Sie sich, was Bolus-Applikation eigentlich bedeutet. Deshalb möchte ich Ihnen das kurz erklären. Bei der Verabreichung von Sondennahrung per Bolus werden mehrere Portionen Sondennahrung mit einer Enfit-Spritze über einen kurzen Zeitraum von etwa 15 bis 20 Minuten über die Ernährungssonde appliziert. Die Bolus-Applikation ist die physiologischste Art der Sondenernährung und ermöglicht größtmögliche Bewegungsfreiheit. Daher eignet sich diese Art der Verabreichung vor allem für ansprechbare und mobile Patienten. Auch bei unruhigen oder verwirrten Patienten mit einem hohen Risiko für eine Sondendislokation eignet sich diese Form der Applikation. Die Bolusgabe darf nur bei Sondenlage im Magen sowie stabiler Stoffwechsellage und normaler Verdauungsleistung des Patienten eingesetzt werden. Generell sollte die Verabreichung des Nahrungsbolus 300 ml nicht überschreiten und nicht zu schnell erfolgen, um Unverträglichkeiten zu vermeiden. Wir empfehlen, die Nahrung über einen Zeitraum von ca. 15 bis 20 Minuten langsam zu applizieren und die Bolusgabe frühestens nach 3 bis 4 Stunden zu wiederholen. Legen Sie sich für die Verabreichung zunächst alle notwendigen Materialien bereit. Sie benötigen Händedesinfektionsmittel, die vom Arzt verordnete Sondennahrung, einen Bolusadapter, eine 100 ml Enfit Bolus-Spritze, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser und eine 20 ml Enfit-Spritze zum Spülen der Sonde. Während der Ernährungszeit und mindestens 30 bis 60 Minuten nach der Verabreichung der Sondennahrung sollte der Oberkörper des Patienten 30 bis 45 Grad hochgelagert oder eine Sitzposition eingenommen werden. Dies verhindert ein Zurücklaufen von Nahrung in die Speiseröhre. Bevor Sie mit der Verabreichung der Nahrung starten, waschen Sie sich Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Bereiten Sie nun die Sondennahrung für die Verabreichung vor. Kontrollieren Sie, ob Sie das richtige Produkt ausgewählt haben, ob die Nahrung Zimmertemperatur hat, das Aussehen der Sondennahrung und die Unversehrtheit der Verpackung. Schwenken Sie zunächst die Sondennahrung vorsichtig, um Ablagerungen zu lösen. Eine Blasenbildung sollten Sie vermeiden. Entfernen Sie anschließend den Verschluss vom Nahrungsbehältnis. Schrauben Sie den Bolusadapter auf die Nahrung auf, indem Sie den plusförmigen Anschluss des Adapters mit dem plusförmigen Anschluss der Nahrung verbinden. Konnektieren Sie im nächsten Schritt die 100 ml Enfit-Spritze mit dem Bolusadapter und ziehen Sie die gewünschte Menge Sondennahrung auf. Bevor Sie die Sondennahrung verabreichen, müssen Sie die Ernährungssonde spülen. Ziehen Sie nun mit einer Spritze 20 bis 40 ml Flüssigkeit zum Spülen auf. Legen Sie gegebenenfalls ein Handtuch unter die Sonde und schließen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde. Öffnen Sie jetzt den Sondenkonnektor und drehen Sie die Spritze auf die Sonde. Sitzt die Spritze fest auf der Sonde, können Sie die Ritschratschklemme wieder öffnen und die Sonde mit der aufgezogenen Flüssigkeit spülen. Abschließend müssen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde erneut schließen und die Spritze entfernen. Das Spülen sollte immer vor und nach jeder Nahrungsgabe sowie vor und nach der Medikamentenapplikation erfolgen. Auch bei längerem Nichtgebrauch der Sonde empfehlen wir Ihnen, die Sonde zweimal täglich gut durchzuspülen. Bitte beachten Sie zum Spülen niemals heiße Flüssigkeiten zu verwenden, da diese zu Verbrennungen führen können. Schwarztee und Kaffee sind aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe zum Spülen nicht geeignet, da diese Verfärbungen der Sonde verursachen können.
Früchtetee oder Fruchtsäfte sind ebenso ungeeignet, da sie bei Kontakt mit der Sondennahrung ausflocken und die Ernährungssonde verstopfen können. Verschrauben Sie nach dem Spülen die vorbereitete Enfit Bolus Spritze mit der Sonde und öffnen Sie anschließend die Ritschratschklemme. Sie können die Nahrung nun langsam mit der Spritze verabreichen. Schließen Sie die Ritschratschklemme und entfernen Sie die Spritze. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Nahrungsmenge verabreicht wurde. Abschließend sollten Sie die Sonde spülen, den Sondenkonnektor verschließen und die Ritschratschklemme wieder öffnen. Es ist wichtig, dass die Ritschratschklemme zur Vermeidung von Schlauchdefekten in Nahrungspausen immer geöffnet bleibt. Zudem muss diese regelmäßig verschoben werden, um einer Materialermüdung am Schlauch entgegenzuwirken. Idealerweise platzieren Sie die Ritschratschklemme randständig am Sondenkonnektor, sodass bei Bedarf ein defekter Schlauch abgeschnitten werden kann und nicht die komplette Sonde ausgetauscht werden muss. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige Informationen geben, die Sie im Alltag berücksichtigen sollten. Die zur Bolusgabe eingesetzte Bolusspritze darf bis zu 24 Stunden verwendet werden. Nach jeder Verabreichung sollte die Spritze gründlich gereinigt werden, bis keine Nahrungsreste mehr sichtbar sind. Auch wenn keine Nahrungsaufnahme über den Mund erfolgt, ist eine sorgfältige und regelmäßige Mundpflege unerlässlich, um einen Pilzbefall oder eine Ohrspeicheldrüsenentzündung zu vermeiden.